Moin sehen, Magazin Es gibt auch wieder ein neues Video mit ACC, in ACC, mit einem Auto, auf Donnington und Abfahrt. Wir kennen ja das alte Spielchen. Bevor es losgeht, gucken wir uns erstmal die Runde an und dann gehen wir das alles schön gemütlich durch. Also, rein in den Ästen, ab auf Donnington und los geht's. Und da haben wir sie, der 1,26,8 sind wir gefahren. Und das Gute daran ist, wir haben immer noch sehr viel Spiel nach oben. Also, ich war nochmal selber eine Sekunde äh, schneller vor langer, langer Zeit, vor vielen, vielen Monaten. Aber durch diese ganzen Streckenwechsel permanent und ganz vieles Fahren am Wochenende. Kommt das manchmal vor, dass zum Track Guide ich dann doch nicht so schnell bin, wie ich mir das erhoffe. Aber dafür kommt das äh, Glücks- und äh, wie sagt man Erfolgserlebnis äh, in der Woche, wo man LFM fährt. Nichtsdestotrotz für einen Guide ist es immer noch äh, sehr sehr schön. Und ich würde mit euch jetzt mal diese Runde durchgehen und euch auch gleich mal meine eigenen Fehler auch aufzeigen und euch eventuell ein bisschen an der Hand nehmen, wie auch in den letzten Videos, so dass ihr Besser klarkommt und besser reinkommt. Wir lassen den Lachs einfach mal laufen kurz. Und dann gucken wir uns gleich auch mal die erste Kurve an, die jetzt für mich persönlich nicht wirklich eine große Überraschung ist. Man orientiert sich hier äh, schön nach links. Ähm, auf die Seite. Man kann hier auch drauf fahren und auch über Linie äh, rüberfahren. Ist ein bisschen tricky, wenn man ähm, mit anderen zusammenfährt, weil natürlich die Leute hier vorne aus der äh, Boxengasse auch rauskommen. Aber geht auch so, dass man von hier geradeaus anfahren kann, äh, kann. Optimale Linie wäre jetzt hier links drüben. Und wir fahren jetzt einfach mal auch die optimale Linie. Wir gehen mal ein bisschen im Tempo runter. Und dann achten wir hier auch an der Seite schon mal wieder auf die Schilder. Da sehen wir zwei Stück. Einmal hier das, äh, bitte biegen Sie nach rechts ab. Und hier vorne der Strich, hallo, äh, fahren Sie mal quer. Und wie ihr seht, wir fahren jetzt schön weit äh, links raus auch wieder. Dann äh, kommt das Schild an der Seite. Das ist eine gute Orientierung, äh, dass wir dort äh, anfangen zu bremsen. Auf der Höhe, manchmal geht auch ein ganz kleines Stückchen äh, später, je nachdem, wie gut du auf der Bremse bist. Aber man sieht hier, das Schild ist gerade verschwunden im Bild und man fängt dann an zu bremsen. Der erste Bremsvorgang ist erstmal richtig schön volle, volle Kante. Und äh, dann justiert man ein bisschen nochmal nach, wie man hier unten schon äh, sehen kann, dass das Auto nochmal ein bisschen rüberkippt, falls man ein bisschen Überschuss hat. Die ist in dem, äh, in dem Run nicht so optimal gewesen, weil ihr werdet auch gleich sehen, warum. Er schiebt noch ein bisschen hinten auf der Hinterachse und dadurch, dass er schiebt, seht ihr, kommt das Auto quer und wir kommen nicht perfekt aus der Kurve raus. Und das wird auch hier äh, am Exit, also hier oben, wird das ganz, ganz deutlich, weil das Auto noch ein bisschen rumschiebt. Also da würde ich sagen, da liegen noch 0,1, äh, würde ich sagen, liegen da noch, dass du da richtig mit Zug rauskommst. Ich hatte nur ein bisschen Schwierigkeiten beim äh, Essen da in eine Pötte zu kommen. Seht ihr, hier steht er ein bisschen quer und wir, wir fahren auch quer. Also wenn ihr da perfekt rauskommt, würde ich sagen, einfach ein paar Millimeter später Gas geben. Ne? Also man kann sich ja hier an der Stelle wieder ein bisschen auch äh, am Körb orientieren. Äh, hier diese, ich sag mal, für mich persönlich, im, im Augenwinkel ist immer dieser grüne Rand, wenn der verschwindet, ganz langsam und zärtlich aufs Gas gehen. Später, manchmal, wie gesagt, damit er nicht so rutscht und äh, richtig um die, um die Kurve rumkommt. Äh, und dann funktioniert das wunderbar, wenn, wenn man sich daran ein bisschen hält. So, und dann können wir einfach Gas geben. Jetzt kommt erstmal nichts Großes. Ähm, am Anfang denke ich, wenn man mit Donnington noch nicht so vertraut ist, ist die nächste Kurve etwas joa, bedenklich, könnte man sagen. Aber auch nicht weiter schlimm. Und zwar, wenn wir jetzt hier runter gucken sieht man hier vorne nichts. Also das ist einfach eine blinde Kurve. Und diese beiden Poller, die sind auch irgendwann weg. Äh, was mir dabei immer sehr hilft, ist, äh, mich richtig schön weit außen hier zu äh, orientieren. Und wenn ich so ein bisschen die Ecke hier sehe, fange ich an, dann äh, einzulenken und reinzufahren. Die Kurve kann man übrigens voll nehmen. Da braucht man äh, keine Angst haben. Man muss sich nur schön äh, weit außen positionieren, wenn ihr jetzt natürlich im Zweikampf seid und ihr fahrt in der Innenbahn ein bisschen Tempo rausnehmen, vielleicht ein bisschen anbremsen, schleifen lassen, äh, die Bremse, dass ihr da äh, dann rumkommt. Aber so kann man, äh, seht ihr ja, fährst du einfach quer rein und dann fährst du rum. Die Schwierigkeit an der ganzen Sache ist äh, hierbei, dass wir jetzt einen äh, großen Wechsel von äh, Gehkräften haben. Wir haben ja jetzt gerade, fahren wir nach links, das heißt, das Auto äh, zieht ja nach rechts und jetzt wollen wir danach, wollen wir gleich rechts fahren und das Auto schiebt wieder nach links und das ist eine große Schwierigkeit bei einigen Menschen, weil der Gewichtswechsel, äh, ziemlich schnell äh, vonstatten geht und man hier oben an diesem Punkt also wo es hier wieder diese kleine Verfärbung gibt äh, im Bild äh, dort kommt äh, also dort müsst ihr das Auto mehr oder weniger schon gerade stehen haben ansonsten rutscht er euch ein bisschen weg und das ist die Kunst der ganzen Kurve weil man kommt jetzt hier mit 235 Klamotten kommt man ungefähr an und äh, ihr seht ja auch, er schiebt noch hinten so ein bisschen rum. Und wir wollen jetzt aber uns schon wieder positionieren für die andere Seite. Und das ist ein bisschen tricky, aber das äh, denke ich mal nach drei, vier, fünf, sechs Runden hat man dafür ein Gefühl. Hier sehen wir wieder so ein äh, schönes äh, Schildchen, 45-Grad-Schildchen. Äh, das ist für dich vielleicht ein Indikator. Sollte für dich, nicht vielleicht, das sollte für dich ein Indikator sein, dass hier gleich ein Bremsvorgang äh, losgeht. Also könnte man als Bremspunkt nehmen. Oder auch wieder hier vorne. Die Verfärbung vom Asphalt. Ich versuche immer mal ein bisschen früher, mal ein bisschen später äh, zu bremsen. Ich bin so bei einer gesunden Mitte gelandet, dass man so zwischen dem Schild hier und dem äh, durch die Verfärbung, dass man da ungefähr bremsen kann. Und dann sieht man ja auch, ne, kommen wir so kurz, ganz knapp nach dem Schild, gehen wir auf den Pinsel und dann bremsen wir auch richtig schön stramm runter und gehen auf eine 3. Und dann lassen wir den einfach kurz mal ein bisschen laufen in eine Kurve, geben nochmal ein bisschen Zwischengas und äh, fahren einfach durch die Kurve und gehen unten auf dem Apex, gehen wir wieder auf den Pinsel. Ich habe noch eine äh, ganz kleine Bremsung drin, weil ich mir nicht so sicher war, ob ich rumkomme oder nicht, weil hier außen ist wirklich Lava. Also man kann drüber fahren, das kann ich aber auch sehr schnell töten. Je nach Auto. Also mit dem BMW kannst du halt äh, drüber fahren, passiert nichts. Mit dem Essen war es schon manchmal ein bisschen grenzwertig, weil das hebelt dir so ein bisschen den äh, Purpose aus. So, wenn wir jetzt mal ganz kurz ein kleines, kleines Stückchen zurückgehen, sehen wir auch hier ist wieder so, ne, dieses grüne Stückchen. So, also hier an den schwarzen Verfärbungen auf dem äh, Curb kann man sich schon orientieren, dass man da wieder Gas geben kann. Dann kommt das Auto da auch schon rum. Und dann ballern wir einfach schön mit Vollgas aus der Kurve, hab noch ein bisschen gebremst. Man kann den Platz hier ruhig ausnutzen. Das ist schon ein bisschen weit. Das ist eine Sache, die äh, geht weit, sehr, also sehr viel schneller, weil das nimmt dir ja natürlich jetzt auch Endgeschwindigkeit raus und du möchtest ja aus der Kurve mit viel Geschwindigkeit rauskommen, weil äh, eine Vollgasphase danach kommt, die schon relativ lang ist, wo du die maximale Geschwindigkeit am Ende haben willst, weil sonst verlierst du natürlich Zeit. Also ich habe hier an der Stelle auch wieder ein bisschen Zeit verloren. Jetzt hätte schneller gehen können. Hier ist, muss man nicht großartig was zu sagen. ist der Vollgaskurve einfach links rüber über den Aal. Äh, dann kannst du hier außen dich äh, positionieren wieder mit deinem Auto, fährst schön weiter, gibst ihm im Stöffchen. Äh, also kannst voller esse äh, durchknallen. Und dann kommen wir zu einer Kurve, die ist ein bisschen tricky. Also es gibt zwei Kurven in Donington, wo ich auch wirklich Schwierigkeiten habe von Auto zu Auto. Äh, mit dem Essen hatte ich auch gut zu kämpfen, bis ich herausgefunden habe, wie ich es mache. Mit dem BMW geht es für mich ein bisschen einfacher. Aber mit dem BMW bin ich auch bei weitem noch nicht so schnell auf Donington. Und äh, fahren wir da einfach mal drauf zu auf die Kurve. Ich fahre hier immer schön äh, eng übers Körb. Und dann ist das hier vorne, also dieses Schälchen, ist für mich wieder der Indikator zu bremsen. Und da gehe ich volle Esse in die Bremse und versuche, den dritten Gang zu schalten. Ne, sieht man ja Bremsvorgang schön dritten Gang rein und dann lasse ich den ganz langsam runter von der Bremse und dann schalte ich noch mal in den zweiten weil für mich ist das irgendwie mit diesem äh, Auto etwas stabiler im zweiten Gang also ich komme dann auch besser irgendwie aus der Kurve raus mit dem BMW fahre ich die im dritten und damit ist sie dann wieder ein bisschen schneller äh, aber hier mit dem ersten fahre ich die äh, im zweiten wie man sieht noch ein bisschen nachkorrigieren auf der Bremse äh, dass sie sich wieder reinzieht in die Kurve und dann sehen wir hier äh, an der Seite, dass wir vorgespult haben. Moment, da sind wir wieder. Ähm also wir fahren jetzt hier vorne drauf und dann sehen wir auch auf der Seite, also äh, die Poller hier, die werden nachher irgendwann weg sein. Und dann könnte das hier vorne für dich so eine Orientierung sein, wann du wieder Gas geben kannst. Ist mit Vorsicht zu genießen, weil Auto hat wirklich sehr viel Kraft nach links. Also der schiebt da ohne Ende. Das kann sehr schnell passieren, dass dir das Auto wegfliegt und du bist noch nicht aus dem Gefahrenbereich raus, weil wenn du jetzt ab hier vorne wieder Gas gibst und du fährst schön weit äh, nach links raus, kann dir hier, wenn du zu viel Geschwindigkeit hast und der immer noch zu weit nach links schiebt, äh, kann dir das Auto wegfliegen. Also das hier ist eine, eine Stelle, wo ihr relativ häufig auf der rechten Seite hier drüben Autos sehen werdet, weil die sich hier wegschmeißen. Ist mir auch schon passiert. Wenn man zu viel will, weil das Grün, also es geht, man kann es fahren, aber wenn man zu gierig ist, dann äh, bestraft dich doch das Auto dafür und dreht sich einfach und es ist echt schwer, den wieder einzufangen. Aber wie man sieht, wir sind hier schön wieder auf dem Pinsel drauf. Also schön mit äh, 100% ballern raus und gehen hoch in die nächste Kurve. Das ist auch wieder so eine Sache, mh, die fahre ich im BMW, fahre ich die im dritten, im ersten fahre ich die im zweiten man könnte sie beim Essen wahrscheinlich auch im dritten fahren, aber dann finde ich das wieder nicht so stabil und dann rutscht mir das Auto rum, weil die Kurve ist nämlich auch ein bisschen tricky. Die beiden Kurven äh, zusammen sind wirklich ziemlich schwer. Und äh, für mich ist immer so ein Orientierungspunkt hier vorne diese Verfärbung. könnt ihr die die könnt ihr sehen ne ja also da wo der äh, kleine Mauszeiger ist, da ist so eine Verfärbung und das ist für mich der visuelle Punkt, wo ich sage aha warte ab hier muss ich bremsen. Manchmal bremse ich ein bisschen später, manchmal ein bisschen früher, je nachdem, wie ich es fühle oder wie ich aus der Kurve rauskomme. Weil irgendwann merkt man ja, okay, man hat sehr viel Geschwindigkeit, weil man die Kurve super gut getroffen hat. Manchmal merkt man, okay, die vorige Kurve war nicht so gut, muss ich ein bisschen anpassen. Aber jetzt, äh, wenn wir da drauf zufahren, äh, sehen wir jetzt hier diesen Punkt und ab da fange ich an zu bremsen und dann gehe ich in den zweiten Gang. Bremse oben noch ein bisschen an, dass der sich so äh, in die Kurve, sage ich mal, äh, reinlenkt und äh, ich achte jetzt wieder hier drauf, dass mein rechterer vorderreifen hier in diesen komischen bump reinkommt mit dem Essen, also dass ich merke, dass er runterfällt, weil ab da an weiß ich, äh, dass ich wieder Gas geben kann. So, jetzt sieht man das ja hier. Da merkst du denn, dass du so ganz kleinen Dipper gemacht hast? Und hier muss man wirklich sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Also diese Kurve zu meistern äh, ist echt nicht einfach und ich habe selber auch noch wirklich große Schwierigkeiten. Manchmal, dass mir das Auto äh, Wegrutscht. Ausnahmsweise habe ich das jetzt hier in der, ähm, in der Form, habe ich das gut hinbekommen mit dem Essen. Und äh, wie man auch sehen kann, wenn wir ein ganz kleines bisschen zurückspulen, äh, dann ist das nicht 0-1 Gas geben, sondern wirklich so, okay, wir gehen mal ganz, ganz zärtlich aufs Gas rauf. Also hier merkt man schon, naja, doch, vielleicht, ich weiß noch nicht, möchte ich Vollgas geben, doch noch nicht, habe ich schon Grip, habe ich nicht Grip. Also das ist wirklich hier so ein bisschen. Fein Gefühl auf dem Gaspedal und nicht 0-1. Also instant so, bam, Apex und Feuer, gib ihm. Also schön zärtlich machen, weil sonst rutscht die Karre weg. Und auch beim Lenken hier oben äh, aus dieser Kurve raus, schön langsam und geschmeidig. Also nicht so, komm, wir reißen den Anker jetzt rum und äh, äh, geben ihm Feuer. Also schön zärtlich. Also fahr bitte rum, komm nicht mit dem Marsch, mach ruhig. Also ihr werdet das auch merken im Lenkrad. Ähm, das Auto wird euch schon ganz klar und deutlich äh, mitteilen, wie unangenehm das äh, wird, wenn du zu viel äh, lenkst. Also er, er wird sich schon melden, dass er rumkommt. Und das wird nicht nur einmal sein. Und das kann man ganz zärtlich wieder abfangen, indem man die Lenkung wieder ein bisschen äh, aufmacht und dann da rumfährt. Aber wie gesagt, mit äh, äh, Geschmeidig. So, dann kommen wir auf die Schikane. Die ist gar nicht so wild. Und ich habe die ganze Zeit, währenddessen ich heute gefahren bin, also ich bin, glaube ich, 50 Runden gefahren, ich bin ein bisschen mit dem BMW gefahren, ich bin ein bisschen mit dem Essen gefahren, ähm, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wo ist denn hier eigentlich der Bremspunkt? Keine Ahnung. Und habe geguckt und geguckt. Und hier ist ein Schild und hier ist so eine Verfärbung. Da. Und irgendwo dazwischen bremse ich. Ich habe wirklich äh, sehr, sehr lange überlegt. Manchmal vielleicht sogar später. Und das wird, glaube ich, jetzt sogar später. Ja, doch. Also die Verfärbung kommt schon hin, äh? wenn, wir, wenn wir das äh, jetzt langsam angucken. Also beim Fahren ist es für mich wirklich ähm, gar nicht sehbar. Also vielleicht hast du da draußen auch einen äh, Bremspunkt für mich, wo man sich äh, fest dran orientieren kann. Und ich sehe ihn auch gerade. Ich sehe ihn auch gerade hier. Das Dach. Auf der linken. Sage mal 5000 Kilometer oder so gefahren auf Donningen und noch nie das Dach gesehen. Linke Seite Dach kommt ungefähr hin, dass das der Bremspunkt ist. Naja, siehst du. Wunderbar. Auch wieder selber was im eigenen Guide gelernt. Also, linke Seite ist hier ein Dach oder äh, für euch hier vorne diese Verfärbung auf dem Körper, wobei das im Dunkeln natürlich wieder äh, schwierig zu sehen ist. Also, ne, wir fahren jetzt äh, schön darauf zu. Und dann bremsen wir an. Äh, mit dem BMW fahre ich sie im dritten, die Schikane. Mit dem Essen fahre ich sie im zweiten. Ähm, ich finde es mit dem Essen im zweiten einfach stabiler. Ich muss die Woche jetzt mal, wenn äh, bei LFM wieder Donning ist, da mal ein bisschen rumprobieren, äh, wie es am besten funktioniert. Aber was mir äh, heute beim äh, selber fahren auch äh, aufgefallen ist, dass äh, das in die Kurve reinbremsen, also mit schleifender Bremse, super angenehm ist, weil. Durch dieses ganz leichte Schleifen kommt es ein bisschen lockerer der Arsch rum und du stehst einfach optimaler, um in die Kurve reinzukommen, als äh, einfach nur, sag ich mal, reinzulaufen ohne Bremse. Ne? Wenn wir das jetzt mal beobachten hier, ich gehe langsam runter und dann steht das Auto eigentlich schon gut, sag ich mal, um so geradeaus durchzufahren. So, wenn wir jetzt nochmal ein Stück zurückgehen, das ist, glaube ich, auch die, die, die Grenze, also das ist wirklich die. Schmerzgrenze für diese Kurve. Alles noch weniger schneiden wäre ein Cut. Und ich weiß auch nicht, ob das Spiel irgendwie Lack gesoffen hat oder irgendwie Tomaten auf Augen hat, aber dass das hier kein Cut ist, wenn ich mir das angucke, Prost, Mahlzeit. Nun gut. Wie gesagt, noch weiter links äh, würde ich auch nicht empfehlen. Also es geht und es wird auch schneller. Aber es werden sehr schnell, bekommst du in dieser äh, Schikane hier, bekommst du Katz. So, wenn wir jetzt mal gucken, das Auto steht schon fast perfekt, um da drüben sozusagen schräg rüber zu fahren. Es steht leicht so nach hier. Das Gute ist, hier drüben können wir auf dem Curb genauso viel mitnehmen. Also wenn wir jetzt nicht unbedingt Mittelmotor fahren, weil die sind ja ein bisschen allergisch, was das angeht. Wobei man da auch ein bisschen tricksen kann, indem man immer kurz ein bisschen aufs Gas geht und die Nase anhebt. Also wenn man bremst, geht das Auto ja quasi nach unten. Und äh, wenn du Gas gibst, geht das Auto ja ein bisschen äh, nach hinten und hebt die Nase an. Und bei Mittelmotoren gibt es, äh, was heißt Mittelmotoren? Also sagen wir mal so, Frontmotoren betrifft das nicht so sehr. Mittelmotoren profitieren da eher davon, dass wenn man noch mal kurz aufs Gas geht, so ganz leichte Note, dann hebt sich die Nase an und dann kommen die ein bisschen besser über die äh, Curbs rüber. Gerade auf Imola zum Beispiel, mit dem Ferrari oder äh, mit McLaren funktioniert das ganz gut und auch hier äh, wird das sehr gut funktionieren, weil die Löcher sind doch schon ziemlich wild. Also an der Stelle, wie gesagt, ein bisschen nachkorrigieren vielleicht mit dem äh, Mittelmotor, weil wir fahren ja jetzt Frontmotor, das ist ja äh, ziemlich angenehm, Curbs zu fahren. Und äh, wir fahren jetzt hier drauf zu. Wir sehen, wir fahren noch ein bisschen links und dann nehmen wir aber auch schön ordentlich Körb mit. Ich denke, man kann da noch ein bisschen mehr mitnehmen. Also da ist noch Optimierungsbedarf. Äh, und man kann eigentlich nach der, nach der ersten Kurve, kann es ja auch wieder schön voll auf den Pinsel gehen. Also sieht man ja, hier ist wenig Rollphase. Ne? Wir sind ja unten, sind wir eigentlich schon wieder auf dem Gas drauf. Was total interessant ist. Also wenn wir jetzt hier gucken, wir gehen ja nach der ersten halben Kurve oder Viertelkurve, gehen wir schon wieder auf den Pinsel und beschleunigen voll durch die Schikane äh, raus. Und dann äh, halten wir uns wieder schön weit links äh, an der Stelle. Wie man sieht, ich habe hier auch schon die äh, Deko ein bisschen weggeschossen, die eigentlich dafür da ist, hier klarzumachen, dass da äh, Track Limits sind. Und äh, wir fahren jetzt auf die nächste Kurve zu. Die ist. Ich würde nicht sagen, tricky. Sie ist einfach, ähm, man braucht Geduld. Also für Rennfahren ist das so eine Kurve, wo man sehr viel Geduld braucht, damit das Auto in der richtigen Position ist, dass man wieder rauskommt. Man hat super niedrige Drehzahlen, beispielsweise der BMW, äh, wenn man den jetzt mit TC8 fährt, was ja momentan das äh, Gängige ist, dann rattert er auch richtig los und kommt gar nicht so richtig in der Pötte. Und beim Essen zum Beispiel ist das auch, der schläft da gefühlt ein. Ich lasse das auch gleich nochmal in Einzelgeschwindigkeit äh, äh, laufen, dann könnt ihr euch das mal anhören. Du hast halt wirklich das Gefühl, du gehst zu Fuß um die Kurve. Kommen wir aber mal zu der Kurve. Äh, hier vorne sieht man wieder so eine kleine Verfärbung auf dem äh, auf dem äh, Curb drauf. Was ich euch nicht empfehlen kann, ist, dieses Curb zu nehmen, wenn jemand anderes da ist, weil man kann es nicht sehen. Und ich habe irgendwann mal versucht, einen optionalen Punkt zu finden, oder einen, einen zweiten Punkt, eine Alternative, einen alternativen Punkt zu finden. Und mir ist aufgefallen, dass das hier drüben, also die Bande, dass das hier ein sehr guter, optionaler, äh, alternativer Punkt ist, weil der auf dieser Höhe liegt. Das heißt, wenn ihr gegen jemanden fahrt, und ihr seht den nicht, also diesen Punkt, kann das sehr oft äh, sehr schnell in die Hose gehen, weil man zu spät bremst und dann den anderen hinten reinjagt. Also... Hier vorne, dieser Punkt, alternativ dieser Punkt. So, jetzt fahren wir da einfach mal drauf zu. Ich bremse mit dem Essen etwas früher, äh, weil ich den durch die Kurve rollen lasse und nicht reinbremsen lasse, nur weil ich das Gefühl habe, ich habe dann oben raus ein bisschen mehr Schwung. Also stellen wir uns das mal vor, wie so eine Murmel, die wir, die wir in so ein Looping reinwerfen. Ne? Da wollen wir ja am Anfang auch Schwung haben, dass sie hochkommt und dann fällt die irgendwann wieder raus. Und so eine Kurve ist das, vom Gefühl her ist sie so. Du feuerst quasi deine Murmel in diesen Looping rein und dann gehst du langsam wieder, äh, langsam wieder raus. Und so fühlt sich das hier auch an. Wenn man da reinfährt, bremst man die äh, Kurve äh, schön gediegen an und äh, lässt doch wieder hier ein bisschen äh, die Bremse schleifen, ne? weil wir wollen ja den äh, minimalsten Bremsweg haben, deswegen bremsen wir halt in der Kurve. Und dann lassen wir den ab einem äh, gewissen Punkt hier vorne, so an der Kante, wenn das so im Augenwinkel auftaucht, lassen wir den einfach kurz mal durchrollen. Und dann gehen wir so früh wie es geht wieder auf den Pinsel. Und das funktioniert halt sehr, sehr gut durch den Schwung, dass er halt noch so ein bisschen rumrollt. Äh, das funktioniert gerade beim äh, BMW sehr, sehr gut. Da kann ich euch empfehlen als, ähm, äh, als äh, Audio als Audiopunkt, wenn der äh, bei TC8 sehr, sehr viel runterregelt, also beim Rausfahren so dass die TC sehr, sehr doll äh, regelt, dass, dass man das auch hört, ähm, dann habt ihr nicht genug Schwung mitgenommen äh, durch die Kurve. Also zumindest ist das für mich immer so ein guter äh, Anhaltspunkt beim BMW, dass das äh, da nicht funktioniert, wenn die TC halt äh, zu viel äh, arbeitet, weil dann sind wir zu früh aufs Gas gegangen, um zu unsere langsame Geschwindigkeit zu kompensieren. Und wenn sie halt höher ist, können wir, ähm, können wir mit mehr, größerer Geschwindigkeit aus der Kurve rauskommen. Und äh, haben nicht so viel äh, TC, die am Regeln ist, weil unser Auto halt schon besser für den Exit dasteht. So, aber wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, wie ich gerade gesagt habe, auf 1, achtet mal auf den Motor jetzt. Äh, ist quasi fast eingeschlafen. Er ist quasi fast eingeschlafen und kommt gar nicht aus den Töpfen. Und das ist, ist bis jetzt mit jedem Auto irgendwie so gewesen, dass das nicht jeder aus den Töpfen kommt. Also diese Kurve ist wirklich. Sie fühlt sich immer an wie eine halbe Ewigkeit. Man könnte nebenbei Tagebuch schreiben. Man könnte mit seiner äh, Frau noch mal essen gehen oder mit seinem Freund Partner Partnerin. Äh, man hat gefühlt alle Zeit der Welt, um diese Kurve zu fahren. Und man kann so viel falsch machen. Ähm, also, ich mache heute noch ganz, ganz viele Fehler in der Kurve. Manchmal geht's, manchmal geht es nicht. Manchmal läuft er optimal da rein und kommt raus, manchmal nicht. Also, da muss man sich ein bisschen ranfiddeln, wie so auf die beiden Punkte dann achten äh, bei der Kurve. Und dann, äh, dass man rollen lässt und ordentlich rausbeschleunigt. So, wenn wir jetzt auf den nächsten Punkt gehen, da ist für mich immer so dieses Pirelli-Schild, war früher für mich immer so ein Orientierungspunkt. Mittlerweile ist es dieses äh, kleine schwarze Fleckchen auf dem, äh, auf dem Curb drauf. Und auf der linken Seite ist wieder die Alternative, wenn wir äh, mit jemandem am Fighten sind, weil das ist ungefähr auf derselben Höhe äh, bezüglich Reinbremsen, ne, wenn wir nebeneinander fahren, weil es eine schöne Kurve, um zu überholen, wenn man hier unten äh, super rauskommt. Und dann kann man da jetzt schön drauf losfahren. Und hier ist für mich auch, und da kann ich mich auch täuschen, ähm, ist es hier auch, dass Reinrollen besser funktioniert. Also nicht reinbremsen, sondern reinrollen, weil die nochmal, also sie geht rum, das werden wir gleich sehen, und dann hat sie nochmal einen Knick. So, und wenn man jetzt hier an diesem Punkt äh, vorne anbremst, ne? also man könnte auch noch ein bisschen später nachher mit den Autos und... Äh, hier dann auf die Kurve drauf zufährt, dann fange ich sehr schnell an, von der Bremse zu gehen und den Rest rollen zu lassen und immer noch mal ganz bisschen nur nachzukorrigieren und den dann wirklich mit der Restgeschwindigkeit rausrollen zu lassen, damit ich ordentlich rausbeschleunigen kann. Hier muss ich dazu sagen, ich habe das jetzt mal äh, noch ein paar Runden, die ich danach gefahren bin, äh, verglichen. Ich habe es nur leider heute nicht mehr hingekriegt, diese Zeit irgendwie äh, äh, nachzubauen. Weil hier hinten liegt wirklich sehr, sehr viel Zeit. Das ist definitiv nicht das Optimum. Äh, weil wir sehr, sehr weit nach draußen kommen, an der Stelle. Weil ich zu früh Gas gegeben habe. Ich war zu nervös. Ne? Und dadurch sieht man ja auch, dass ich zu früh Gas gegeben habe. Rotiert der Arsch halt extrem doll rum. Und wir haben keinen Grip und kommen halt nicht vernünftig aus, äh, aus den Töpfer raus. So, wenn wir uns das jetzt äh, nochmal angucken. Und wir jetzt hier äh, reinbremsen in die Kurve. Und sehr früh runtergehen, ja, von der Bremse, das nochmal laufen lassen, ganz leicht äh, tippen. Und jetzt fangen wir ja hier vorne schon wieder an, Gas zu geben. Und das ist viel, viel zu früh. Viel zu früh. Weil äh, hier ist genau dasselbe Prinzip wie bei der Kurve davor. Lieber ein bisschen weniger bremsen, dafür wie so ein, ja, ich sag mal, wie diese Murmel in den Looping, dich reinkatapultieren in die Kurve. Und dann ab hier, wenn das Auto schön steht, Gas geben. Weil dann musst du nicht so nervös sein, weil du wirst halt irgendwann merken, dass die Hintermänner immer näher kommen, weil du, wenn du das hier nachkorrigieren musst und halt viel bremst und hier langsamer bist, äh, kann es sein, dass die Leute dann irgendwann mal rauf, äh, rauffahren. Das heißt, hier wäre es halt ganz gut, wenn du noch ein bisschen äh, enger bleibst, also das hier nicht nachmachst, sondern einfach versuchst, das Auto noch ein Stückchen weiter rumzukriegen, dass er sage ich mal nicht, äh, nicht so steht um rauszubeschleunigen sondern halt schon sich gut positioniert hast dass du mit Grip rauskommst und dann kannst du hier auf jeden Fall auch noch eine Menge Zeit rausholen man hätte vielleicht auch einfach noch mal ein bisschen auf die Bremse äh, tippen können hätte man auch noch machen können aber wie man hier auch sieht dass er kommt nicht aus der Töpfe und das ist ganz ganz katastrophal wie diese Kurve gefahren ist was heißt katastrophal es ist immer noch eine 26,8 ist nicht das schnellste auf dem Planeten logischerweise aber langsam ist es jetzt auch nicht. Ne? Also wenn wir uns das jetzt nochmal in normaler Geschwindigkeit angucken, viel zu früh auf Gas und das Auto rutscht und kommt gar nicht aus den Töpfen. Und das ist dann eine äh, 26,7. Ich persönlich selber habe äh, meine Bestzeit war eine 26032, habe ich vorhin mal geguckt, auch mit dem Essen. Ähm. Also, ich denke mal, wenn ihr so eine 26 hoch, 27 niedrig fahrt, äh, also, wenn ihr jetzt nicht, sag ich mal, so viel fahrt wie ich, ne, dann seid ihr, glaube ich, im guten Durchschnitt. So, die ganz, ganz äh, harten Cracks, äh, die fahren schon noch schneller. Die sind bei 25er-Zeiten, glaube ich, bis in die Niedrigreihen. Und wenn ich mich recht entsinne, habe ich sogar letzte Season live im Rennen sogar eine 24,9 gesehen. Und das ist schon sehr, sehr schnell. Also, da, da muss dann schon wirklich alles sitzen. Äh, Porsche geht ganz gut auf der, äh, auf der Strecke hier. Also, äh, wenn ich mich recht entsinne, war es äh, damals ein Bentley, der das äh, gefahren ist. Der hat komischerweise auch noch genug Bums hier. Also, da habt ihr mal so ein paar äh, Nennwerte, die ihr äh, für euch nutzen könnt, um das äh, zu vergleichen, äh, wenn ihr eure Rundenzeiten fahrt. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ihr für mich noch Tipps haben solltet, was ihr seht, äh, wo ihr sagt, oh, Dizzy, du, da könntest du vielleicht auch noch was machen. Schreibt das einfach bitte in die Kommentare rein. Ansonsten lasst mich einfach mal wissen, was ihr so auf Doniken fahrt, ob ihr gerne Doniken fahrt, ob ihr die Woche bei LFM mitgefahren seid in der LFM-Woche oder wann auch immer du das guckst, ob du äh, deine Rennen oder deine Rennzeiten verbessern konntest. Und äh, ich bedanke mich, dass du äh, eingeschaltet hast. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Eine Glocke äh, dazu, dass du mitkriegst, wenn die Videos äh, live sind, wäre tippitoppi. Dazu müsstest du aber abonnieren. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen und äh, bis dann. Tschö.